Palma de Mallorca. Weiße Sandstrände, türkisblaues Wasser. 30 Grad und Sonne, ideale Bedingungen für einen entspannten Badeurlaub. Eigentlich. Denn ein Blick über die Strandpromenade an der Playa de Palma zeigt, viele sind auch im Urlaub ständig online. Hier an der Playa de Palma wird wirklich an jeder Ecke freies Internet angeboten. Und das ermöglicht den Urlaubern natürlich, immer und überall online zu sein. Doch kann man seinen Urlaub so genießen? Am Strand beobachten wir diese junge Frau. Immer wieder greift sie zu ihrem Smartphone, während ihre Freundinnen aufs Meer schauen. Wir stoppen die Zeit. Du warst jetzt gerade 4 Minuten 46 quasi online. Was hast du denn da gemacht an deinem Smartphone? Ich war WhatsApp, Facebook. Und mit wem schreibst du dir da so? Mit Freunden, Familie, Freund, so zwischendurch. Merkt man schon gar nicht mehr, wie Zeit vergeht dabei. Warum ist das denn so wichtig, dass man überall sein Handy dabei hat im Urlaub? Ich weiß nicht, einfach um erreichbar zu sein, keine Ahnung. Ist halt Gewohnheit auch viel. Für das Schöne auf der Insel bleibt da scheinbar wenig Zeit. Weißt du, was das Wahrzeichen von Mallorca ist? Der Sangria-Eimer. Der Sangria-Eimer? Nein, eigentlich ist das Wahrzeichen die Kathedrale von Palma. Und die ist auch für diesen jungen Herrn gerade ganz weit weg. Er ist komplett in sein Smartphone vertieft und das ganze 6 Minuten lang. Laut einer Studie der Uni Bonn werden soziale Netzwerke und Messenger am häufigsten genutzt. Du bist am Strand. Kriegst du denn überhaupt was von deiner Umgebung mit, wenn du die ganze Zeit das Smartphone in der Hand hast? Nur so ein bisschen. Ja. Was hast du denn bisher gesehen? Was soll ich denn sehen? Ein paar Meter weiter, wir entdecken eine Reisegruppe aus Österreich. Und sie sind rekordverdächtige 17 Minuten online. Was habt ihr denn gemacht eben die ganze Zeit auf eurem Smartphone? Ja, Facebook, WhatsApp und halt die ganzen Nachrichten da halt abgerufen. Kann man da relaxen, wenn man die ganze Zeit online ist? Also ohne Handy kann man nicht relaxen, mit Handy schon. Alexander Markowitz, Juniorprofessor für Informatik an der Universität Bonn, erforscht die Dauernutzung von Smartphones. Eine Aufgabe von Urlaub ist, einfach mal nichts zu tun und das mal sein zu lassen. Und wenn wir das Handy so mit in Urlaub nehmen und im Urlaub genau so rumklicken, dann haben wir auch wieder unsere Umgebung mitgenommen. In anderen Worten, wenn Sie im Urlaub so richtig viel Handy nutzen, dann hätten Sie auch einfach zu Hause bleiben können. Haben wir tatsächlich keinen Überblick mehr, wie oft wir täglich zum Handy greifen? Laut einer Studie sind es ganze 80 Mal am Tag, also alle 12 Minuten. Für die einen erschreckend, für die anderen lukrativ. Denn die meisten Cafés an der Strandpromenade werben mit kostenlosem Wi-Fi. Barbetreiberin Carmen Meinusch lockt so gezielt Gäste in ihre Bar. Ich glaube, wenn wir kein WLAN hätten, würden schon weniger Gäste kommen. Handy-Chat statt Mittagsplausch. Nicht mal unsere Kamera wird bemerkt. Trotz Meerblick schaut diese Familie aus Holland lieber minutenlang aufs Telefon. Ja, eigentlich ist es ja im Urlaub, dass man so miteinander redet, aber sie sitzen hier mit dem Smartphone, die Kinder auch. Ja, wir haben hier Wi-Fi, eine gute Verbindung im Appartement nicht. Doch haben wir wirklich verlernt, das Hier und Jetzt zu genießen? Hoffentlich nicht. Also legen Sie das Handy im Urlaub doch mal lieber zur Seite und fangen an, richtig zu relaxen. Spannend, du da sitzt. Das ist auch geil. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Lustige ist, ihr seht das nämlich, er bremst mit, er schaltet eigentlich auch mit. Und das hat Spaß gemacht. Das war toll.